Im vergangenen Jahr konnten wir mit großer Freude den 800. Jahrestag der Grundsteinlegung des Quirinus begehen. Letztes Jahr war zum Beispiel der Besuch des apostolischen Nuntius ein großer Akt des Quirinus-Oktars. Dieses Jahr gab es wieder ganz neue Programmpunkte. Am Samstag, den 1.5.2010, war um 9.30 Uhr eine Wallfahrt der Moped- und Motorradfahrer. Zudem stand eine Segnung der Zweiräder auf dem Münsterplatz an. Zudem wurde gebetet für die verstorbenen Biker und Pilgerplaketten wurden ausgegeben. Diese Aktion entstand in der Kooperation mit den Schwalben und zwei Taktfreunden Neuss. Die Schwalbenfreunde Weckhofen, Mopedfreunde aus Neuss und Umgebung, sind Interessengemeinschaft für alte, historische Zweiräder und Dreiräder. Gegründet wurden diese 2005 mit damals 3 Mitgliedern. Mit der Zeit lernten sie immer mehr Gleichgesinnte kennen und vergrößerten sich. Sie sind ständig auf der Suche nach zuverlässigen Mitfahrern. Bei ihnen gibt es keinen großen Schnickschnack. Mitfahren kann jeder. Die Moped-Weihe in Neuss begann also mit einer kleinen Andacht in der Basilika. Anschließend wurden dann alle Mopeds auf dem Münsterplatz von dem Pfarrer Assmann geweiht. Dies hier war nur die erste Aktion, die Sie bei uns Neuss-Minuten verfolgen können. Um 14.30 Uhr ist heute eine heilige Messe zum Krankentag der Pfarrgemeinden für die ganze Vereinsgemeinschaft. Mitte. Zudem findet am 18 Uhr am Sonntag, den 2.5.2010, ein Fest im Amt mit dem Abt der Benediktinerabtei, Siegburg, Raphael Baas, OSB und Konzelebration mit dem Kirchenhof. Es singt der Münsterchor. Anschließend folgt eine Scheinprozession um das Münster. Dies alles können Sie dann hier bei Neuss-Minuten machen.